Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute machen wir mal wieder eine Cast-Challenge, denn es geht darum, dass jedes Outfit eine andere Farbe sein soll. Und ja, ich habe einen Sim aus der Galerie runtergeladen, damit wir hier direkt anfangen können. Ich habe eine Seite rausgesucht, da gucken wir aber gleich, weil ich muss hier erstmal Haare geben. Weil die können wir natürlich nicht ändern. Und ich bin heute mal wild und nutze Max's Match CC für Haare, weil das ist ja normalerweise nicht so mein Ding. Aber ich habe gerade richtig Bock drauf, diese Frisur zu benutzen, weil ich sie sehr, sehr süß finde. Und ich habe sie gerade gefunden, als ich gescrollt habe und ich brauche das jetzt für mein Leben. Auf jeden Fall habe ich hier so eine Seite, randomcolor.com. Und wenn ich die reloade, dann kommt eine Farbe. Und wir gucken jetzt einfach mal, was da für eine Farbe rumkommt und was wir für unser erstes Outfit nehmen sollen. Es ist hellblau, würde ich, also ja, ich werde das immer abgleichen, wenn ich dann ein Item damit habe. Ich gebe einfach bei T-Shirts bzw. Oberteilen, werde ich jetzt einfach erstmal die Farbe blau auswählen und dann kann ich ja selbst sehen, ich wollte bei T-Shirts gucken, aber okay. Kann ich ja sehen, ob es die Farbe ist oder nicht, weil es gibt natürlich auch viel dunkelblau oder so, aber das zählt jetzt in dem Fall nicht. Sowas würde in die Richtung gehen, würde ich behaupten. Ich finde halt, das ist ein bisschen wild, weil die ja dann auch eine Hose tragen muss, die dann diese Farbe hat, ne? Oh mein Gott, ich glaube, das wird nicht so cool sein. Das ist sogar diese Farbe. Nice, dann gibt es das doch bestimmt auch in der Farbe, oder? Geil, weil dann nehme ich auch das hier. Weil ich glaube, dann ist es nicht so schlimm, wenn die Hose dieselbe Farbe hat. Beziehungsweise eine sehr, sehr ähnliche. Ich würde, glaube ich, sogar diese nehmen, weil ich mag diese von Waschtag Accessoires ganz gerne. Auch wenn sie nicht so komplett High-Waist ist, aber ich finde sie eigentlich ganz schön, weil ich glaube, wir finden keine schönere Hose in der Farbe jetzt gerade. Es passt irgendwie doch noch so ein bisschen zumindest zusammen. Und diese Schuhe sind direkt diese Farbe, aber die sehen ganz, ganz schrecklich aus. Wir können ja auch so welche hier geben. Wie wär's? Es hat keinen Alltagslook, also mit solchen Schuhen so, ne? Let's go! Wir übertreiben komplett, wie wär's? Was ist denn mit denen? Die passen eigentlich echt gut dazu. Also auch ist halt auch diese Farbe, ne? Dann würde ich mich dafür entscheiden, tatsächlich. Und ich glaube, keine Ahnung, wir gucken mal, ob wir irgendwie bei Schmuck oder so noch was in der Farbe haben. Weil irgendwie in den Armen ist das so ein bisschen wenig. Das hier ging jetzt theoretisch. Ich weiß nicht, ob Nägel gehen mit den Lashes, aber manchmal clashen die dann komplett rum. Weil sonst könnte ich einfach hier noch nice Nägel geben. Aber es scheint zu funktionieren. Sehr cool. I love it very much. Okay, und was kriegen wir jetzt für die Abendkleidung? So ein helles Gelb. Interessant. Also für mich ist es gelb. Ich sehe es als gelb an. Also ich finde es immer schwer, bei manchen Farben zu sagen, was ist das genau für eine Farbe. Aber ja, wenn ihr nicht denkt, dass es gelb ist, dann ist es so. Aber ich empfinde es als gelb. Ich finde, das ist diese Farbe. Deswegen werde ich das auch nehmen. Der Rest ist einfach zu Senfgelb oder Neongelb und deswegen werde ich mich jetzt dafür entscheiden. Und ich finde, diese Schuhe entsprechen auch am ehesten noch dem der Farbe. Also der Rest, der ist halt wieder zu krass, finde ich. Und deswegen nehme ich jetzt einfach die hier. Nina, why are you posting Haushalt, wenn ich hier aufnehme? Was soll das? Ich denke, diese Armbänder finde ich da noch ganz nett zu. Sie trägt irgendwie immer nur auf der Seite den Armbänder und so. Ne? Was soll das? Das ist die Farbe. Süß. Oh. Es ist ein bisschen wild, aber aber die geht. Die geht. Sportkleidung wird No. Ich weiß noch nicht mal, welche Farbe ich denn hier auswählen soll. Grün? Am ehesten noch, oder? Hier. Das passt gut. Also das ist diese Farbe, auf jeden Fall. Also wenn, finde ich was unter grün. Na super. Das sieht ganz schrecklich aus, ey. Oh nee. I don't like it. Das ist diese Farbe. Finde ich, also geht auch so in diese Richtung. Das sind alles schöne Grüntöne, ja? Die würde ich gerne nutzen, kann ich aber nicht. Ich habe so ein hässliches Grün nicht mehr. Das ist auch nicht so ein schönes Grün, aber es ist schon wieder ein anderes Grün, also deutlich anderes. Ja, dann muss ich halt die nehmen, weil der Rest passt halt gar nicht, gar nicht. Bei Schuhen habe ich auch gar keinen Plan, ob es überhaupt das in so einer Farbe gibt, aber sieht tatsächlich ganz gut aus. Ja, über das Outfit sprechen wir einfach nicht, okay? Zum Haare machen nehmen wir ein schönes Grün, ein hellgrün. Ja, damit bin ich einverstanden. Das hier ist tatsächlich so ziemlich genau diese Farbe, finde ich. Also wenn ich die jetzt nebeneinander mache. Also kommt schon ganz gut hin, oder? Und dann halt ein passendes Oberteil. Ich weiß nicht, ob es einen passenden BH dazu gibt. Ich finde ihn auf jeden Fall nicht. Deswegen nehme ich einfach mal so ein passendes Oberteil dazu.
das ist ja auch okay, würde ich behaupten. Und so kann man vor allem auch einfach schlafen, ne? Also, ist jetzt kein Special Look, aber ist halt die Schlafkleidung. Zum Party machen kriegen wir, ein sehr schönes Gelb. Sehr nice. Da habe ich auch einige coole Sachen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie finde ich es süß und irgendwie halt auch absolut gar nicht. Deswegen, I don't know, aber ich werde es jetzt so behalten auf jeden Fall. Ich muss hier noch Schuhe geben, aber wie wäre es denn mit den Pikachu-Slippern? Ja, ich glaube, die passen noch am ehesten. Die anderen Schuhe sehen ganz, ganz schrecklich zu diesem Outfit aus. Deswegen würde ich jetzt einfach die nehmen. Und es ist sehr interessant, was sie anhat auf jeden Fall. Zum Schwimmen kriegt sie folgende Farbe. Oh, ist die schön! Oh mein Gott, ich liebe es. Haben wir vielleicht sogar einen lila Badeanzug? Weil ich habe richtig Bock auf einen Badeanzug. Purpur heißt es im Spiel. I love it. Das ist ziemlich genau die Farbe, würde ich auch behaupten. Und das ist auch am ehesten das, was halt dazu passt, finde ich. Weil der Rest, der ist so heller einfach. Und das ist einfach halt so der Ton ungefähr so. Deswegen nehmen wir das und wir gucken mal, ob wir einen Hut finden. Weil das wäre ziemlich cool. Oder eine Sonnenbrille vielleicht. Oh mein Gott, ist das süß. Ich will die nehmen, einfach weil. Oh, süß. Heiß Wetter, komm. Oh, die Farbe hatten wir schon mal. Soll ich die nochmal nehmen? Eigentlich nicht, oder? Komm, wir machen nicht doppelt. Komm, irgendwas anderes. Ich glaube, so eine Art Grün hatten wir nicht, oder? Das ist ein anderes Grün, oder? Ich weiß es nicht, warte mal. Hier, das Grün. Und das. Das ist definitiv anders, oder? Also, ein hellgrün nehmen wir jetzt auf jeden Fall. Ein sehr helles Grün. Und die Hose ist richtig süß. Oh. Ja, ist ein Look, würde ich ja behaupten. Ist... Ah, ich mag halt sowieso so Ton-in-Ton-Sachen ja nicht so gerne, ne? Also so, wo das komplette Outfit wirklich nur eine Farbe ist. Aber, ja, dafür ist es trotzdem halt voll okay. Und wenn es kalt wird, nutzen wir diese Farbe. Ein hellblau. Das ist süß. Das ist richtig süß. Und dann so welche dazu. Oh mein Gott, es ist komplett bescheuert. Aber das ist, glaube ich, genau das, was ich gerade fühle. Gut, wir sind jetzt durch und es ist... sehr, 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 sehr schwer, diese Challenge. Also ich hätte nicht gedacht, dass das so schlimm ist. Aber ich finde es eigentlich ganz okay, wie es so geworden ist. Also ich mag ihre Outfits irgendwie gerne. Das ist ganz, ganz schlimm. Darüber reden wir nicht. Der Rest ist aber absolut fein. Also vor allem durch die Limitierung und so. Und ja, die Maus ist eigentlich ganz süß geworden. Deswegen, ich hoffe, es gefällt euch auch. Beziehungsweise sie gefällt euch. Ist ja kein S hier, ne? Wir sind hier ja... okay im Leben. Ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin und tschüss!